So, nachdem wir jetzt die ganzen Steigerungen hinter uns haben. Noch eine Statue. Zerschlagen. So, was sagt die Karte? Da kamen wir her. Gucken wir noch kurz hier den Gang zu Ende. Hier führt eine steile Leiter durch einen engen Schacht nach unten. Wollt ihr hinunterklettern? Nein, vorerst nicht. Aber wir merken uns schon mal, dass da was ist. Jetzt gehen wir aber erstmal den Korridor hier lang. Aus dem Boden schießen plötzlich dutzende kleine Armbrustbolzen hervor. Gwendolyn wird von den Bolzen getroffen und trägt mittelschwere Wunden davon. Gerogon wird ebenfalls getroffen. Autsch. Yallen. Heil doch mal bitte Gwendolyn. 10 Lebensenergie. Oh, sehr schön. Dann mach das Ganze doch bei Gerogon bitte auch nochmal. Ebenfalls 10 Lebensenergie. Ja, doch. Die Punkte haben sich auf jeden Fall gelohnt. So, eine verschlossene Tür. Knack die doch mal bitte. Und was haben wir hier? Einen Kultisten. Du sicherst bitte mal. Und du sicherst auch. Und du machst Computerkampf, keine Magie. Das ist jetzt echt ein wenig kurios. Und lasst bloß die Elfen nicht in den Nahkampf kommen. Zu spät. 6 Abenteuerpunkte. Und gleich die Waffen. Oh, der Computerkampf wechselt also sofort auf eine Waffe, die man nur einmal benutzen kann. Das ist ja auch sehr gut zu wissen. Ja. Nächste Tür. Noch eine Tür, noch eine Tür. Gehen wir mal zuerst in die. Da dürfte es ja eigentlich nicht weitergehen dahinter. Und wieder ein Kultist. Du lauf mal bitte ran da. So, da lang. Du dahin. Du schießt von hier. Du kannst du dahinter und dann noch einen? Ja, sehr schön. Du läufst auch ran, aber wirst wahrscheinlich nicht sehr viel machen können, da schon zu viele Leute um den rumstehen. Du gehst mal weg. Du wolltest hierhin und ihm in den Rücken schießen. So, jetzt dürften wir auch Computerkampf anmachen können. Da die Elfen alle freie Schussbahn haben und dementsprechend nicht in den Nahkampf wollen. Okay, sie hatten bis vor kurzem noch freie Schussbahnen. Jetzt hat keiner mehr freie Schussbahnen. Ach ja. Jetzt wird Myrrhe bestimmt mit den Mengen Bilar zuhauen wollen. Gucken wir mal. Nö, anscheinend nicht. Oh, kurios. Hast du jetzt eine andere Waffe genommen? Nee, hast du nicht. Okay. Fragen wir jetzt mal nicht nach. Gucken wir uns weiter hier in dem Raum um. Eine Statue zerschlagen, bitte. Ja, mehr Armbrustbolzen. Gwendolyn wird getroffen, Gerogon wird getroffen, Yallen wird getroffen. Autsch. Noch immer haben wir doch gerade Heilkundenwunden gesteigert. Probieren wir es mal bei Yallen aus. Na, kann leider nicht richtig versorgen. Okay. Dann isst doch bitte ein Wirselkraut. Und du auch. Du auch. Auch wenn du am meisten Lebensenergie hast von der ganzen Gruppe. Nee, Terek hat noch ein bisschen mehr. So, du bist fast voll. Du kannst noch einen gebrauchen. Und Terek ist fast voll. Quinlan noch einen. So. Was sagt die Karte? Noch eine Statue. Auch zerschlagen. Das war's dann wohl hier. Auf zur nächsten Tür. Die war hier.
Das ist jetzt doch sehr suspekt und wir können einfach durchgehen, richtig? Gehen wir erstmal nach unten. Okay. Das ist also die Tür, die wir vorher nicht geöffnet haben. Ich guck mal ganz kurz zuerst hier lang. Das ist mir irgendwie unheimlich oben. Noch eine Tür. Der vollkommen kahle Raum ist offensichtlich für rituelle Verwaschungen gedacht. Denn im Boden finden sich mehrere Abflusslöcher. Okay. Und ein einzelner Kultist. Computerkampf, keine Magie. Ruf da. Auch wenn leider die ganzen Fernkämpfer zuerst dran sind. Ja, Terik, komm schon. 15, sehr toll. Und das war's auch schon. So, du hast gewechselt. So, da geht's weiter. Noch zwei Türen. Oh, ich sehe eine Kiste. Und kein Kampf. Na gut. Wir haben Proviantpakete, Weinflasche, Schnapsflasche. Nö, brauchen wir nicht. Über einer erkalteten Feuerstelle hängt ein großer Kessel mit den Resten eines kargen Mahls. Okay. Hol so eine Art Vorratskammer. Was haben wir hier? Gucken wir erstmal runter. Das Loch im Boden und der typische Geruch verraten, dass es sich hierbei um eine Latrine handelt. Ja, okay. Und hier ebenfalls. Nun gut, dann müssen wir doch an die Ecke gehen, die mir unheimlich war, weil es halt so zentral gelegen ist. Und weil die Geheimtür dahin geführt hat. Ich denke mal... Hoppla, da wird er doch fast auf eine Falltüre getreten. Oh. Okay. Oh, und ein paar mehr Kultisten. So, du wartest erstmal ab. Du greifst den da an. Später. Oh, Gegenstand weg. Oh, warum bist du so überladen? Ach, haben wir wieder irgendwelche Proviantpakete aufgenommen, ohne es zu wissen. Gegenstand wegwerfen. Proviantpaket. Sagen wir mal 20. Ich weiß zwar nicht, wie viele sie hat, aber das dürfte reichen. Du stehst ungünstig. Stell dich mal da hin und warte ab. Und du schießt dem in die Seite. Das mit Talana ist ein wenig ungünstig. Da sollte mal jemand was abfangen gehen. Gwendin, bitteschön. So. Du schießt auf ihn. Und du läufst hier lang weg. Auch wenn es keine besonders gute Stelle ist. Denn wenn Verstärkung kommt, dann von da unten. Oh, schöner Treffer. So, du schießt auf den Angeschlagenen. Der hat jetzt schon 15 Trefferpunkte eingesteckt. Das behalten wir mal im Auge. Alte Option. So, du läufst weiter. Da müsste es jetzt schon einigermaßen sicher sein. So, du schlägst den. So, 20 Trefferpunkte. Die müssten doch langsamer fliehen. Also zumindest der vor Gerugon und der vor Tirik. Die haben schon gut was eingesteckt. Komm schon, Tirik. Ah, schade. 24 Trefferpunkte und er flieht immer noch nicht. Ah, zäher Bursche. Aber er hat auch die Grafik von einem Torwaller. Das passt. Komm schon. Oh, daneben. Und Quillen hat schon ganz schön häufig einen abbekommen. Sollten gleich mal auf ihre Lebensenergie achten. Du haust wieder drauf. Du wartest ab. Hm.
Na, also, der erste tot. Du stellst dich mal dahinter. Und haust von der Seite rein. Oh, Quellen sieht noch sehr gut aus. So. Und der wäre auch tot. Sehr schön. Bisher auch noch keine Verstärkung. Sind also wirklich anscheinend nur noch die drei. So, alte Option bringt nichts. Du schießt bitte auf den. Du gehst dahin. Und Computerkampf. Keine Magie. In der Hoffnung, dass Terry sich jetzt an die Seite stellt und nicht mitten in den Weg. Aber bisher sieht es ja ganz gut aus. Talana, nein. Ah, gut. Oh, ja, doch. Und die Elfenkönigin im Nahkampf, sehr schön. Dafür hat gerade Talana 10 Schadenspunkte abbekommen. Das ist gar nicht gut. 12 Abenteuerpunkte, keine Gegenstände. Na gut. Yallin, verarzt mal bitte Talana. Nicht geschafft, schade. Na gut, dann gucken wir uns mal ganz vorsichtig hier um. Eine Statue, zerschlagen. Oh, da wird auf der anderen Seite bestimmt auch eine sein. Symmetrie ist wichtig. Statue zerschlagen. Statue zerschlagen. Statue zerschlagen. So, da oben kann es nicht weitergehen. Ich gucke nochmal ganz kurz an die Westwand, ob wir hier vielleicht irgendwo durch können. Aber nein. Anscheinend geht es nur durch die Tür da weiter. Vorher esse ich aber doch ganz gerne nochmal ein Wirselkraut mit Gwendolyn und Talana. So. Ja, das schaut schon besser aus. Hat Talana immer noch ihren Zaubertrank in der Hand? Nein, hat sie nicht. Sie hat den Ring in der Hand. Ich glaube, das ändere ich mal. Zaubertrank stark. So, sie hat schon genug Magieresistenz mit 12. Das muss reichen. So. Oh. Ein Kultist. Computerkampf, keine Magie. Elfen stürmen wieder vor, aber Gerugon ist schneller. Na, Talana ist aber noch schneller. Komm schon, Gwendolyn, schneid den Elfen den Weg ab. Ja, sauber. Und Gerugon hat auch mal für 10 Treffer gelandet. Das ist doch schön. So, es geht nach oben und nach unten. Gucken wir erstmal hier oben. Oh, da geht's runter. Also hier geht's runter und hier war auch irgendwo ein Seil nach unten. Also hat das Gewölbe schon mal mehrere Etagen. Oh, eine Schatzkammer. Die Truhe enthält folgendes. Robe, Robe, Robe. 3 Laternen und 3x Öl. Nein, danke. Und Goldschmuck. Goldschmuck. Goldener Schild. Das klingt ja extravagant. Das nehmen wir mit. Und den Zaubertrank auch. Ah, du bist überladen. Gib das mal Gerugon. Du auch. Schon ist keiner mehr überladen. Das ist gut. Wo ist das goldene Schild? Ist das da das goldene Schild? Es sieht nicht sehr golden aus. Oh. Da ist keine Fehlermeldung, dass sie es gar nicht tragen darf. Oh, sehr schön. Die erste Rüstung für einen Magier. Also das Schild ist offensichtlich magisch, denn normales Schild können Magier gar nicht tragen. Wenn wir hier rauskommen, sollten wir uns das mal angucken. So, sonst war da aber nichts. Nee. Raus hier. Und tum, tum, tum. Zerschlagen. So, jetzt waren wir überall hier in der Etage. Wir können da runter oder wir können da runter. Ich glaube, wir sollten lieber da runter gehen, weil das ist ja quasi der Hauptruntergang. Und wenn ein Angriff erwartet wird, dann von da. Also schleichen muss man lieber hinterrücks an den vorbei. Ah, wieder Bolzen, die ich vergessen habe. Au, 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 au. Heil mal bitte nur rum. Du isst ein Wirselblatt und gibst
Gerogon ein Wirselblatt und gibst Gwendolyn ein Wirselblatt. Oh, sie war fast voll. Oh, sie ist wohl ausgewichen. Ah, na gut. Dumm, 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 dumm. Und wo war jetzt das Loch nach unten? Das war... hier. Aber erstmal speichern wir ab. Und in der nächsten Folge gucken wir, was da unten noch so sich rumtummelt. Also sehen wir uns gleich wieder.